Morgen, liebe Leute, und wieder mal herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und diesmal will ich ein bisschen das Modpack, das ich vorgestellt habe, anspielen, und zwar Hytail. Und zwar ist das Hytail Modpack. Ich habe versucht, dass ich es ein bisschen nachbaue, nur mit Mods. Und ich habe auch gleich einen Server online gebracht, der ist unter mc.buildpros.tk. Könnt ihr dann einfach reingehen. Dann, wie ihr das Modpack installieren könnt, ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, auf geht's. So, also zuerst mal, ich bin jetzt schon auf dem Server rauf. Und ich bin da jetzt gleich hier am Spawn. Da steht Willkommen auf dem Mod-Server. Hier kannst du eine Goldschaufel, kann man was protecten. Also ganz cool gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal, was man da alles machen kann. Und wie ihr hört, habe ich schon ganz coole Hintergrundgeräusche. Das ist auch eine ganz coole Sache hier. Die Bäume, wie sie hier herunterfallen. Und ein bisschen Schatten. Ist echt cool gemacht. Wir haben auch schon ein erstes Custom-Wesen. Also, hier fliegen ein paar Sachen herum. Oh, was haben wir denn hier? Eine kleine Farm ist wahrscheinlich von irgendjemandem schon gebaut worden. So. Aber wir wollen uns jetzt mal hier jetzt ein kleines Fleckchen suchen, wo wir dann gleich ein paar Bäume fällen können. Und das ist ja echt ziemlich krass gemacht hier. Der Baum darf nicht ins Wasser fallen. Machen wir so. So, und jetzt seht ihr gleich was ganz was Krasses. Und zwar seht ihr das, wie die Bäume umfallen. Ganz krass. Jetzt können wir die Sachen gleich alle aufsammeln hier. Und oh, hier haben wir irgendwo Vögel in der Nähe. Eine ganz coole Sache. Und wir haben hier auch schon mehrere Fische. Das ist eigentlich echt geil gemacht. Also das Haifisch, das man sogar. Und J-Day ist jetzt auch am Server. Cool. Ich habe jetzt eine Kuh, die macht Mu, aber Schaf habe ich noch keins. Und das wird schon noch. Das wird schon noch. Und das nächste Baumstück fällt um. Oh, okay. Da habe ich eben Angst, dass mir da jetzt der Baum rauffällt. Bin mir nicht sicher, was dann passieren würde. Bin ich dann einfach weg? Ah, Hilfe! Ich glaube, da fällt mir irgendwas auf den Kopf und dann ist es aus mit mir. Ja, auf jeden Fall, der braucht jetzt aber schon lange. Ja, stimmt's? Ja, der braucht echt lange. Und, boah, der ist aber auch echt riesig. Der ist echt riesig. JD2Kazin ist hier, um euch in die Asche zu treten und Kaugummi zu kauen. Und er hat keinen Kaugummi mehr. Ja, das ist echt ein guter Spruch. Gefällt mir auch immer wieder. Eine nette Sache. So. Aber eigentlich, was wollte ich jetzt hier machen? Ich muss ja hier gleich mal schauen, dass ich irgendwo jetzt ein bisschen Stein dann herbekomme, weil sonst wird es schon Nacht und ich habe noch nicht mal das Nötigste dann. Und ich bin erst jetzt in der Steinzeit angelangt, wie ihr sehen könnt. Das ist ein bisschen, ja. Das heißt, ich baue mir jetzt gleich hier einen Ofen dann. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die Nachbarn überleben, weil... Oh, was ist jetzt passiert? Die erste Nacht ist ja bedenklich, glaube ich, die schwierigste. Und wie wir hören können, haben wir hier auch schon wieder coole neue Töne. Echt super. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier mal einen netten Ofen bauen. Und mit dem können wir dann mal ein bisschen ein Holz machen. So. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof. Das hätte ich jetzt nicht so verbrennen müssen. Wäre mit Bretter besser gewesen. Aber ich brauche jetzt mal ein paar Fackeln. Hilfe. Die Nacht bricht heran. Sehen wir schon. Ernsthaft? Das hat nur für einen gehalten. Für ein einziges gehalten. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mit 4 Fackeln auskommen. So. Das ist jetzt mein erster Landeplatz hier. Und hier kommt jetzt auch gleich dann eine Kiste von mir hin. Ach, das ist so geil hier, wie die runterfallen. Ach, ich will jetzt nicht Tag machen. Ich will jetzt nicht Tag machen. Das kommt mir so falsch vor. Ich weiß, dass es möglich wäre, aber ich glaube, das ist dann... Ich
will ja ein bisschen authentisches Gameplay hier machen. Nette Sache, mit einer kleinen Kiste dann. Und jetzt haben wir das Ganze dann schon protected. Das steht schon. Wir haben jetzt hier schon eine kleine protected Legion. Wir können jetzt derzeit nur wir bauen. Ich finde es super, dass jetzt hier gerade keine Monster sind. Auf jeden Fall, das ist, hört es sich wieder so an, wie wenn da überall Monster und so wären. So, Protection Tool mal weg. Und dann bauen wir mal noch ein paar Bäumchen ab. Und das ist ja auch jetzt ganz wichtig, dass ich jetzt hier mal gleich ein Home setze. Weil sonst bin ich, glaube ich, ganz weg. Ach, das habe ich schon mal eins gemacht, okay. Das war, glaube ich, nur zum Testen. Und jetzt bauen wir noch ein paar Bäumchen ab. Und später versuchen wir dann, dass wir uns der Magie widmen. Weil hier haben wir echt schon mal ganz krasse Sachen. So, der Wald darf dran glauben. So, der wird ein bisschen länger dauern. Nicht mal. Das geht jetzt alles ziemlich flott. Das finde ich echt, das ist toll. Die haben wir schon in Magieblumen. Später dann. Das können wir hier dann schauen. Da können wir nämlich dann später einen Zauberstab machen. Mit dem Zauberstab können wir dann wirklich viele coole Sachen machen. Oh, die Geräusche, die machen mich schon fast Angst hier. Ich finde ja ziemlich komisch, dass hier ist eine Biene. Wo ist die Biene? Da gibt es irgendwo eine Biene. Dass ich jetzt hier nicht vom Baum erschlagen werde, muss ich schon aufpassen. Und ich weiß, dass hier irgendwo Monster herumlaufen müssten. Frag mich nur gerade, wo sie sind. So. Oh. Wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viele Sachen bekommen. Ah, hier haben wir ein paar coole. Wie heißt die? Glühwürmchen, genau. Ist hier wirklich nirgends ein Zombie oder sowas? Bin direkt begeistert. Hier haben wir eine ziemlich sichere Gegend gerade gefunden. Und ja, hier wächst schon der nächste Baum, den will ich aber nicht. Puh. Ah, das war ein normaler Baum. Es gibt normale Bäume hier. Oh mein Gott. So. Und jetzt könnte ich jetzt eigentlich mal anfangen, dass ich ein bisschen meine Hütte baue. Und was haben wir hier? Ein Birkenkätzchen. Kann man die essen? Wieder aus dir. Wo habe ich das jetzt her? Habe ich das wirklich gerade gefunden? Was macht das? Gar nichts. Ah! Immun vor Widereffekten. Das heißt, wenn ich jetzt angegriffen werden würde von einem Widder. Nicht von einem Widder. Ich meine jetzt von einem Widder-Skelett natürlich. Dann würde ich hier nicht mehr Schaden bekommen. Coole Sache. So. Jetzt mal ein bisschen mehr hier verbrennen, würde ich sagen. Ja. So. Du kommst hier rein und du auch. Ich mag Birkenholz nicht so gern. Verbrennen mit Birkenholz und machen jetzt draus schicke Fackeln. Wir sind hier ganz alleine jetzt. Im tiefen Wald. Da können wir dann reingehen. Später mal. Aber jetzt müssen wir uns dann mal ein bisschen auf Monstersuche begehen. Hör dir diesen Ton. Das ist echt cool. So. Da haben wir schon ein paar Fackeln. Ich leuchte das mal alles ein bisschen aus. Und dann kann ich ja hier mal eine ganz kleine Hütte bauen. Und dann versuchen, dass wir hier ja ein paar neue Sachen hier finden. Wie ob wir neue Monster finden. Tiger. Oh.
Oder so. Ach, das waren die Blätter. Und ja. So. So, weiter geht's, noch ein bisschen Holz farmen. Ein Baum. Ups, zwei Bäume. Drei Bäume. Wie ihr sehen könnt, fallen die immer genau in der Richtung, wo wir sie abbauen. Ist auch echt cool gemacht, weil ich glaube, die können uns ja erschlagen, wenn wir da runtergehen. Und wir wollen ja jetzt nicht sterben. Mit diesem einen kleinen Baum. In welche Richtung fällt der jetzt? Okay. Hier hören wir jetzt schon irgendwo eine Eule. Die gibt es nämlich auch hier irgendwo. Aber ich bleibe jetzt mal in dem Bereich vorerst. Weil hier haben wir jetzt mal alles, was wir brauchen fürs Erste. Und ich habe ja noch mein Starter-Kit, also das, was ich am Anfang, meine Anfangssachen. Damit sollte das eigentlich noch einigermaßen klappen. Und da baue ich mir jetzt eine ganz kleine Hütte. Also wirklich nicht groß. Nur das notwendigste Mal. So, dann. Das geht dann schon mal. Und später versuchen wir dann, dass wir uns einen coolen Rucksack holen. Mit dem dann. Wow, weiterbauen. Was haben wir hier? Nehmen wir die ganz hellen Blöcke dazu. Das passt eigentlich dann ja ganz gut. 48 Blöcke. So. So. Oh, jetzt habe ich mich eingebaut. So. Wir verbrennen noch immer. Wir wollen nicht mehr mehr produzieren. Ja. Boah, hier haben wir dann unsere kleine Forsthütte. Coole Sache, würde ich sagen. So. Ja, sagt doch mal in den Kommentaren, was ihr zu den runden Baumstämmen sagt, die wir hier haben. Ich finde die ja echt ziemlich geil und deshalb habe ich sie auch in das Modpack reingemacht. Und ja, würde mich natürlich da über eure Meinung freuen. So, was haben wir denn hier? Platz dann für ein Steindach, würde ich sagen. Und deshalb baue ich jetzt hier ein paar Fackeln. Sollte das Witherpad das lassen? Smaragdsplitter, wo habe ich denn die jetzt her? Ein der Klumpen. What the fuck? Überall sammelt man es. Melonen können wir brauchen. Und Dunkelech lasse ich mal hier. Wir wollen eigentlich das Witherskelett, das lassen wir es nämlich auch mit. Perfekt. Ich habe ich alles, was ich will mit. Oh. Mein Fackeln habe ich noch keine gemacht. Die machen wir uns kurz ein paar. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach. What the fuck? Nein! Geil! Hier habe ich ein Reittier. Jawohl! Ist das geil! Ist das geil? Der greift mich nicht mal. Nicht an, oder? Greift mich nicht. Ist ein Löwe, der ist echt super. Wie ihr sehen könnt, fliegt er. Ne, fliegt nicht. Der geht hier am Baum entlang. Aber die kann man dann später als Reittiere züchten. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie die geheißen haben. Aber das, die kommen aus Mythen und sind echt ziemlich krasse Wesen. Und man kann auf jeden Fall auf denen reiten und fliegen. Bauen wir noch ein paar so Pflanzen ab, die können wir dann essen. Und später. Ah! So, okay, da gehen wir lieber. Wie sehen kann, fliegt der schon her? Nein, nein, nein. Greif mich jetzt an. Okay, er ist fest. Oh. Hilfe, Leute, was ist denn das hier? Hilfe. Wir haben schon unser erstes mystisches Wesen. Ich gehe mal schnell in den Untergrund und sammle uns ein paar Steinchen, weil das ist mir alles ein bisschen zu viel gerade hier.
Huh. Ziemlich majestätisches Wesen, aber ein bisschen krass hier. So, vielleicht mir das Ganze hier noch ein bisschen ausgleichen. Weiß ja nie. Jawoll, haben wir schon Eisen gefunden. Krasse Sache hier. Höre ich hier Wasser? Ja, ich höre hier irgendwo Wasser. Hier ist Wasser. Hier ist irgendwo Wasser in der Nähe. Muss hier vorne dann irgendwo das Wasser sein. So. Cool. Ich glaube, das sind wir gleich durch. Wow. Geht's hier unten durch? Oh, hier geht's nicht runter. Jetzt habe ich mir gedacht, hier geht's runter. Aber das ist nur, weil es ein bisschen dunkler war jetzt. Ja, dann haben wir Kohle. Für was habe ich meine Kohle hier verbrannt? Für was? Leute, könnt ihr mir das sagen? Na, also ich finde, das passt so auch. So, haben wir mal fürs Erste. Wie viele Steine haben wir? 29, das reicht doch leicht für ein Dach, denke ich mal. So, wie ist denn weg? Ist es weg? Ist es weg, Leute? Weg. Aber ich will unbedingt dann ein Drachenei von dem haben. So ein Ei haben. Weil mit dem kann ich nachher dann rumfliegen. Ja. Das will ich später unbedingt mal haben. So. Dann bauen wir mal unser Dach. Wie kann ich eigentlich dann so eigene Steine verwenden, da gibt es ja dann so schräge Steine. Aber fürs Erste belasten wir es mal mit dem hier. Für eine kleine Waldhütte reicht es ja auf diese Art, finde ich jetzt mal. So, wie viele... Ach, 10 haben wir noch. Okay, das war doch ein bisschen wenig. Essen habe ich auch noch ein bisschen was. Bringt mir eine Kirsche. Ein halbes Essen, ne? Okay. Das sollte aber eigentlich reichen jetzt mal für unser Mittagessen. So, was haben wir hier? Schwarzeichenblätter. Okay. So. Baue ich mich einfach hoch, ein paar Stunden. So. So anstrengend war das jetzt nicht, dass du so schnaufen musst, mein Mensch hier. So. Oh, sag mal, bin ich doof? Und oh, so, jawohl. Sind hier schon raufgekommen. Schön raufgekommen und schon wieder runtergefallen. Wie gibt's das? Wenn man sneakt, kann man ja eigentlich nicht mehr runterfallen, oder? Oder Leute? Ist das nicht so? Komm schon. Diesen einen kleinen... Jawohl. Diesen kleinen Sprung haben wir jetzt... Oh. Was war das? Oh. Leute. Das ist ein Wahnsinn hier. Alles macht einen Angst. Solche Tongeräusche sind schon Wahnsinn. Tongeräusche. Und hier haben wir vorne irgendwo Wasser. Vielleicht finden wir da eine ganz coole Quelle. Da schaue ich jetzt mal einfach ein bisschen weiter nach vorne. Einfach dem Gehör nach. Und jawohl, hier haben wir gleich unseren Dungeon gefunden. Wow. Krasse Sache. So. Ich glaube, ich baue die Hütte jetzt kurz. Jawohl, die baue ich noch fertig.
Und dann später gehen wir mal ein bisschen auf die Suche nach neuen Material. So. Was ist denn das hier? Lieblingsessen Seelensand. Kann ich die leicht füttern? Auch die Monster hier. Das ist ja völlig krank. Das ist ja sehr geil. So, jetzt habe ich hier noch. Nein, nein, sag jetzt. Dieser eine Block. Ach, Mensch, oh Mensch, oh Mensch. So. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich dann immer ärgern, wenn ich da runtergehen will. Das macht jetzt fürs Erste nichts, weil wir haben jetzt unser Dach mal fürs Erste fertig. Dann kommt noch kurz eine Tür. Tür rein. Später noch abholen. Und dann habe ich mal meine erste Hütte fertig. Wahnsinn. Sehr heimelig groß. Wie man sich einfach sein erstes Eigenheim vorstellt. Ach, grauenvoll. Tür muss innen sein. Jawohl. Und so. Wunderschön. Innen wächst noch immer Gras. Ups. Was mache ich hier gerade eigentlich? Ich brauche immer wieder Türen. So. Brauchen wir noch kurz einen anderen Boden rein. Was haben wir hier? Haben wir das. Die Schaufel will ich jetzt nicht aufbrauchen, weil die können wir ja später dann als zum Protecten verwenden. Und deswegen will ich die jetzt nicht verwenden. So. Und hier kommt jetzt ein. Ein Schwarzeichen. Haben wir da noch genug? Ja, haben wir noch. Kommt jetzt noch ein Schwarzeichenboden rein. Ups, jawohl. Alles aufgesammelt. Hier wächst schon wieder fast das Gras raus. Und jetzt haben wir unser erstes Eigenheim fertig. Ja, ich denke, das sieht eigentlich schon mal ganz schick aus. Ist hier oben, da muss noch was gemacht werden. Aber für ein erstes kleines Hütchen passt das hier schon mal. Ja. So, puh. Und dann, nächstes Mal schauen wir uns dann mal genauer an, welche Monster es und so weiter es sonst noch gibt. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch Mod-Ideen hättet für das ganze Modpack, wäre cool, wenn ihr es mir mitteilen würdet. Und ja, sonst könnt ihr euch ja einfach den Mod-Launcher runterladen, auf unseren Server dann raufgehen, auf Hightail klicken und dann seid ihr schon auf dem Hightail Modpack Server. Also auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!